Aufschnitt 3 ist fertig und damit ist auch das Modell fertig. Die vierte Tüte sind ja nur so Zubehör, ja, was dazu gehört. Am Anfang des dritten Bauabschnitts machen wir das Helo mit einer biegsamen Stange. Das ist eigentlich ganz cool gelöst. Das legt man dann hier so ein bisschen auf diesen Druckluftverteiler oder Pneumatikverteiler und dann sieht das eigentlich ganz cool aus. Dann geht es hier hinten weiter an Verkleidung, dass man alles zubaut. Ja, hier mit solchen Jumper Plates, also mit mittigen Pins, damit man dann hier einmal Dreier drauf stapeln kann und damit auch diese ganzen bunten Steine komplett weg sind. Also man sieht die überhaupt nicht mehr. Hier oben verkleiden wir das dann in der Schräge. Setzen dann hier zwei solche Teile übereinander. Oben nochmal so eine versetzten Noppen. Das kommt dann dort oben drauf. Und dann bauen wir hier so eine, ja, Motorabdeckung, nennen wir es mal. Die wird dann mit einem Sticker beklebt. Kann man auswählen, 24 oder 77. Ja, da ist so ein minimal weißer Rand an dem Sticker. Da kann man das dann gut ausrichten. Das funktioniert sehr gut, würde ich sogar sagen. Hier oben dann, ja, diese soll die Fernsehkamera darstellen. Ob das jetzt der richtige Stein dafür ist, lassen wir mal offen. Dann deuten wir hinten auch so eine Art Aufhängung an. Setzen dort eine Achse rein, damit sich ein paar Räder dran machen können, drehen können. Stabilisieren das von unten und bauen dann hinten raus, ja, ein Auspuff und eigentlich ein Rücklicht. Ich weiß nicht, ob man das kleben wird. Kann ich jetzt gar nicht sagen. Jetzt setzt man hinten dran und ich glaube, ich habe da was nicht gebaut, oder? Ich habe da was falsch gebaut. Ich korrigiere das dann gleich. Okay. Setzt mal hier wieder so Plates dran und dann bauen wir einen Heckflügel. Auch sehr interessant konstruiert. Auch mit diesen, ja, wie man diese Schrägen reingemacht hat. Das finde ich sehr, sehr cool gemacht. Der sieht dann im Endeffekt so aus. Man baut dann hier diese Teile dran. Das ist auch nur fake, so optisch, dass es so aussieht, als wenn es daran gehalten wird, wird es aber natürlich nicht. Es wird hier unten an diesen Noppen gehalten. Dann setzt man hier ein paar Räder drauf. Die Außenspiegel, die übrigens bedruckt sind, ja, also es ist so ein kleiner Druck, den sieht man kaum am Modell, aber es ist bedruckt. Und dann kann man hier seine Aufkleberfreude freien Lauf lassen. Und da sind wir dann durch. So, wie ich sagte, habe ich hier was verbaut. Moment. Huch. Weiß ich jetzt nicht, ob ich das on the fly hinkriege. Ansonsten mache ich das dann später. Also die Teile müssen andersrum gedreht werden. Ja, das habe ich jetzt ein bisschen versaut. Ah, warte mal. So. Und so. Jetzt ist es fertig. So sieht das Ganze aus. Und so sieht das Ganze fertig im Modell aus. Nur die nötigsten Aufkleber drauf gemacht, die man unbedingt beim Bauschritt mit drauf machen musste. Alles andere kann man jetzt nachträglich machen. Wie gesagt, das hier ist alles bedruckt. Das waren Sticker. Also hier alles Druck. Sticker haben wir hier unten, haben wir hier oben und hier innen. Die Felgen sind bedruckt, die Reifen sind bedruckt. Und auch hier dieses kleine. Das kriegt er gar nicht scharf, glaube ich. Diese minimal rote Schrift oder auf den Außenspiegeln, auch die ist bedruckt. So.
Und da würde ich mal sagen, so rollt das Ding. Was ein bisschen komisch ist, die Reifen sind eigentlich so groß wie die Felge. Also die sind sehr weich. Gerade hinten sieht man, das ist eigentlich ein bisschen zu groß, der Reifen. Der könnte auf eine größere Felge drauf. Aber ja, wir haben Slickreifen vorne und hinten unterschiedlich breit. Ich meine, vom Maßstab her müssten sie einen Ticken breiter sein, eigentlich. Ich glaube, das passt nicht so hundertprozentig. Das ist mir auch schon bei dem 1:8-Modell aufgefallen. Ich glaube, dort ist das auch so, dass die minimal unterschiedlich, dass die so ein bisschen optisch so etwas klein wirken. Aber gut, das sind Optiken, kann man so machen. Hoppala, Entschuldigung. So, also ich muss sagen, cooles Modell. Man hat es jetzt farblich natürlich schwer, weil die Farbe, die das Originalauto hat, kann man hier nicht, kann man ohne Sonderfarbe nicht darstellen. Man hat hier das normale Rot genommen, dunkelrot. Normalerweise wäre das so rotbraun, irgendwie sowas in der Art. Das lässt sich natürlich hier jetzt nicht darstellen. Das muss man anerkennen, dass man das schwierig machen kann oder schlecht machen kann. Und ja, eigentlich müsste das hier noch ein bisschen runter, aber es hält nicht. Also, passt. So sieht das von hinten aus. Irgendwie Fokus. Ist heute nicht ganz on point. Machen wir es mal so. Soll wohl der Auspuff sein. Man sieht, die Bögen haben sie ganz gut hingekriegt. Mit interessanter Bautechnik. Wie gesagt, das ganze Auto, es ist gut zu bauen. Das einzige Materialproblem ist, wie gesagt, diese an der Seite hier, dieses Gitter, das fällt raus. Da sollte man dann vielleicht doch mal das böse Wort benutzen. Kleber, wenn man es ab und zu hin und her trägt. Wenn man es bloß hinstellt, braucht man es natürlich nicht. Das ist alles über. Die 2x6, die brauchte man nicht mehr. Hier ein paar, so 1x1 und eine Schräge und so Kleinigkeiten. Kleinkram ist noch übrig. Und natürlich die andere bedruckte Fliese. Aufkleber, das sind die hier. Wir können uns ja mal das angucken. Ich denke, man sieht, der Aufkleber ist ein Ticken dunkler als das andere Rot. Na? Ja. Die hier könnten noch drauf. Ob man sie drauf machen will, überlasse ich jedem selber. Ich denke, ein paar Sachen kann man drauf machen. Dass das hier hinten nicht so leer ist, könnte man vielleicht was drauf machen. Ob man es jetzt alles drauf macht, hier unten zum Beispiel, kann auch noch was, soll auch noch was drauf. Ob man das machen muss, das lasse ich mal dahingestellt. Das war das Modell von Rasta. Wie gesagt, hat Kader das gleiche Modell, auch in 1:24. Und auch den habe ich da. Und den werde ich auch noch bauen. Und dann stellen wir die eben auch mal nebeneinander und gucken, wer hier schöner ist. Schön liegt ja immer im Auge des Betrachters. Ich möchte jetzt nicht sagen, der ist besser oder schlechter. Es ist halt dann anders. Ne? Die Unterschiede habe ich ja, glaube ich, schon angedeutet, dass man beim Kader an Sachen anders gemacht hat. Dafür gibt es bei dem Kader in der
asiatischen Version, das sage ich, nenne ich es mal, eine Besonderheit. In der weltweiten Version ist die nicht dabei, aber in der asiatischen. Und ich habe die asiatische da und dann gucken wir uns das mal an. Dann würde ich sagen, bis dahin und einen schönen Tag noch. Tschüss.